Company in Noosa. Wir machen die Fraser Island zu morgen. 2 Nächte. Aha. 3 Tage, I guess. Ja. We are staying in a hostel with 16 other people. Ja. Und sie scheinen ganz okay zu sein, also nicht so wilde Party People. Ja, sind ziemlich nett alle eigentlich. Wo sind wir gerade? Auf einer Tankstelle. Zum Rainbow Beach. Genau. Und wir müssen uns benehmen, weil es ist Aboriginal Land. Territory. Wir dürfen nicht. Was dürfen wir eigentlich nicht? Keine Ahnung, aber. Er hat einfach das Land geehrt. Aussteigen, hat er gesagt. Thank you and good morning. Thank you. Nice. Ja, und das ist irgendwie. Also, thank you to the Aboriginal. Aboriginal. Yeah. Aboriginal. Safety talk before we go in, that's all. So if you hear a little noise in the bush, that could be that actor, Russell Crowe. Danger. I hate being in danger. I just can't imagine dingoes being dangerous. Yes, they look so cute. But it wasn't happy. They're just so cute. See, and there's just no water drin. We're not actually. Doch. Meiner Meinung nach. Yeah, it's 50 years in the future. Wow. Willkommen hier, Knackfischbehandlung. Amazing. Ich hab noch keine gespürt. Ja, was? Wow. Stimmt ja gar nicht. Ich will immer. Wir sind 40 Minuten zum See gegangen. Dann waren wir so 20 Minuten dort und dann mussten wir wieder zurückgehen. 40 Minuten. Und hoffentlich sind wir bald da. Weil ich mag nur noch. Es ist nicht so, dass ich nicht mehr kann, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Und ich bin hungrig. Und ich muss aufs Klo. Du musst erwähnen, dass wir auf Sand gehen. Ja, wir gehen auf Sand. Das ist, so anstrengend. Sehr unangenehm und anstrengend. Wir haben keine Lust mehr. Ich schon. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ich gebe es ganz offen zu. Und wir können uns die nächsten 2 Tage einfach nicht duschen. Es hat mich hart getroffen, wie ich das erfahren habe. Weil ich bin jemand, der jeden Tag duscht. Wie fandest du bis jetzt so? Ja, super. Also das Beste bis jetzt war das Essen. Na Spaß. Wir waren am See, ich habe den Namen vergessen. Es war ganz cool. Es war eine Wüste. Und aber einfach ein See. Da sind Bäume auch, danke. Ja, es war nicht eine Wüste. Es war nur. Okay, rausschneiden. Das ist so cool. Man fährt am Sand, am Beach, ja, mit den Autos. Aber wir sind noch nicht gefahren, ja, oder? Morgen ist wahrscheinlich unser Turn. Morgen ist es big I'm day. A little bit afraid, but what should I do after 3 Jahre im Young, free and wild? Ja, es ist so schön, man darf nicht ins Wasser gehen, also ins Meer gehen. Am Beach darf man irgendwie 80 fahren und auf Tracks nur 30. Ja. Aber was ich sagen wollte, das ist das schöne Beach und das schöne Meer und man darf nicht rein, weil Sharks und so sind ja auffressen. Ja, das ist ganz gefährlich. Gehen. Jetzt gibt es hoffentlich bald Essen. Es dauert sicher noch, weil die Gruppe, die heute Essen macht, ist halt auch da und wir müssen erst hinfahren und dann müssen wir erst vorbereiten und dann können wir erst essen. Wir haben Lunch gekocht. Ja, wir waren fürs Lunch dran. Wir haben Sandwiches gemacht. Das heißt, wir haben das ganze Gemüse aufgeschnitten, hingelegt und jeder hat sich sein Sandwich selber gemacht.
Und es war simple, but very tasty. Simple, but effective. Wenn ein Harry Styles Zitat. Entschuldigung. Ich weiß, was wollte ich sagen? Ich weiß, sie. Filmst du? Nein. Du waschst mich hin. Ist ja da blöd, was du machst. Da kommt dann so Geld zum Licht. Das sind sie zumindest nicht in meinem Zelt. Für guten Content mache ich alle. Wir gehen jetzt durch einen Bach. Total warm. Wo sind wir? Eli's Creek? Ja. Hoffentlich sind keine Schlangen oder Krokodile. Nein, Krokodile gibt es da in glaube ich. Aber Schlangen schon und Dingos auch. Yes, I know. To the pink line. Yes. Yes. Woohoo. Here you are. Story time. Ich bin um 2 Uhr aufgewacht und musste so dringend ins Klo. Und alleine habe ich mich nicht traut, aufs Klo zu gehen. Mhm. Und ich wollte wieder einschlafen und habe gedacht, das schuf mich schon bis morgen. Aber es ging nicht. Ich wollte Selma nicht aufwecken. Dann habe ich eine halbe Stunde herumgekrötelt, bis ich das Selma aufgeweckt habe. Und dann hat sie mich aufgeweckt und ich so, was? Und dann bin ich mit ihr aufs Klo gegangen, weil ich so nett am Ende bin. Und das Witzige ist, ich habe eine halbe Stunde gewartet, mich so gelauscht, ob ich eine andere vielleicht rausgehe. War aber nicht. Ich bin aufs Klo gegangen, eine andere hat gesagt, ja, sie wartet schon ewig, bis wir aufs Klo geht, damit sie aufgehen kann. Ja. Der was funny guy. Aber alleine hätten wir uns nämlich nicht getraut wegen den Dingos. Aber dangerous. Heute würde ich mich alleine trauen, weil es echt? Jetzt ist beleuchtet. Ja, man darf nicht alleine. Was auch echt. Ja, er hat doch gesagt, wir sollen nicht nie alleine irgendwo hingehen. Wie geht's mit der Duschsituation? Ja, mir auch eigentlich. Ich finde es nicht so schlimm. Ich fühle mich schon ranzig, aber es ist jeder ranzig. I'm doing an interview now. What do you think of Fraser Island? Do you like it? Very good. Very sandy. Sandy. Sandy, hot. What was your favorite part? My favorite part of Fraser Island? Yeah. Eating. I see it, yes, my favorite part. Okay. Let's hope so. Yesterday, the dunes. Mm-hmm. Dunes, like the... Oh, yeah. That was a very nice room. Yeah, I think so too. Was machst du? Ein Loch gerade, nein, kein Loch. Okay, das Ergebnis seht ihr später. 20 Minuten später. Wir haben Konkurrenz. Great job. So beautiful! Leben am Limit. Ja, hörst. Avocado.
Here is car 7. Please bring the cookies. Over. No, cookies are gone. Sorry, car 7. Really can't stay. It's cold outside. Gotta go away. It's cold outside. Hello, my best followers here. I make an interview with you in the Champagne Pool in Fraser Island, Australia. East Coast, yeah. So, our guest is today, yeah. This pretty girl. So you see, everywhere are people and we are swimming in salt water and it's awesome. Das ist unser Camp. Das sind unsere Klos. Da ist unser Trinkwasser. Was ist das? Oh, wie warte. Warte weg. Wie warte? Na bitte nicht. Gerade Blätter drin. Obwohl, auf dem Weg, wo wir von Gold Coast nach Münster gefahren sind, hatten wir den Bus ohne Toilette. Da hatten die gesagt, die Toilette ist defekt oder so. Schön war es wirklich da, okay, am Lake Mackenzie. Ich erzähle wieder was. Wir haben uns im Lake Mackenzie die Haare gewaschen und Zähne geputzt. No, yeah. Good. Haben wir wirklich gemacht. Ich glaube, es hat nicht viel gebracht, außer dass das Fett von den Haaren weiter in den Haaren verteilt wurde. Es glänzt und schön. Die Zähne fühlen sich eigentlich ziemlich gut an. That was pretty amazing. Okay, und jetzt fahren wir wieder. Me and Joe were saying yesterday, like, we've only known Steve 24 hours, we broke him yesterday. Keep down this next tree here, there's a tree on the left, we can see when you get around the corner. I can't afford hit that tree. Hey. What? What's he trying? Hit that tree? To the park office. Just